Die Aufklärungsinitiative Herzenssache Lebenszeit nutzte gemeinsam mit dem Elbland-Klinikum Riesa die Möglichkeit, über das Risiko für Diabetes sowie Herz-Kreislauf- oder Nierenerkrankungen sowie Schlaganfälle oder Herz- und Nierenschwäche und deren Vorbeugung zu informieren. Ein roter Doppelstockbus sorgte für Aufmerksamkeit. Und jetzt ist unsere Veranstaltung, das ist, trifft die Bevölkerung, um das ist eigentlich eine Schulung, Beratung anzugeben, was es zum Herzschwäche und Schlaganfall und die großen Krankheitsbilder eigentlich Prophylaxe oder Entdecken trifft. Die war sogenannten Infobus, das ist das hier, eine, das, Ziel, das trifft also die Risikofaktoren zu entdecken, zum Beispiel der Blutdruck. Entdecken und Bluthochdruck zu messen, Puls messen und dass man dann eigentlich selber das weitere Vorgehen kennenlernt, wenn jemand irgendeine Beschwerden hat, was zum Herzen gehört ist. Neben zahlreichen Mitarbeitern des Elbland-Klinikums Riesa beteiligte sich auch die Elbland-Rehabilitationsklinik Großenhain. Dort werden Patienten nach der stationären Behandlung betreut. Auch dort spielt Vorbeugung eine wesentliche Rolle. Gesunde Ernährung ist ein wichtiger Faktor. Es gibt ernährungsspezifische Dinge, gerade bei unseren neurologischen Patienten gibt es verschiedene Kostformen, weil nicht alle Patienten können noch feste Nahrung zu sich nehmen. Darüber haben wir ein Ernährungsthema. Das Thema gesunde Ernährung spielt natürlich genauso eine Rolle. Wir haben eine eigene Diät- und Ernährungsküche, wo wir die Patienten bekochen, wo wir mit den Patienten kochen und wo auch die Patienten während ihres Aufenthaltes bestimmte Ernährungsformen lernen. Kann ja sein, es gibt bestimmte Erkrankungen, wo sie sich komplett umstellen müssen. Auch das müssen wir den Patienten in der Reha ja wieder beibringen. Mit dieser Veranstaltung der Elbland-Kliniken rückte die Vorsorge zu Diabetes- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen direkt an die vielen Besucher und konnte diese sicher für die zahlreichen Themen sensibilisieren.